Ich soll zwischen euch hübschen Damen durchlaufen. Moin moin Leute und herzlich willkommen im Internet. Ich bin der Curves Payne oder einfach gar nicht. Und bevor ihr fragt, was ist das da an deinem Arm? Was hast du getan? Ich habe mich voll auf die Fresse gelegt mit meinem Fahrrad, weil es draußen arschglatt ist. Und ja, ihr kennt mich. Ich bin zu doof dafür. Und deswegen habe ich mich auf die Fresse gelegt. Und wir müssen irgendwo diesen Schlüssel verwenden. Und oben brauchten wir einen Schlüssel, deswegen denke ich, dass wir oben den Schlüssel nun auch benutzen werden, Kinder der Sonne. Nämlich hier. Nein, denn die Tür war gebroked. War hier sonst irgendwo eine Tür, die... Naja, die war von der anderen Seite verschlossen. Hm. Dann vielleicht doch unten sogar. Ob man es nun glaubt oder nicht. Ich wollte nur mal einmal kleinen Besuch abstatten hier für unseren Dude da oben. Oder vielleicht sogar in der dritten Etage. Das war hier, glaube ich, zu barrikadiert, ne? Da kommen wir... Door stuck. Da kommen wir auch nicht durch. Okidoki. Dann werden wir uns wohl unten nochmal ein wenig umsehen. Denn hier gibt es ja auch genug Türen, die noch geöffnet werden müssen. Obwohl die alle hier so auch verrammt sind. You'll blame twice as much as Robert blame. Wisst ihr was? Ich werde... Zum einen, weil das in die Kommentare geschrieben ist und zum anderen, weil ich es mir denken kann, mit meinem schönen Handy hier alles abfotografieren, wo irgendwelche Namen stehen, denn da steht schon so drin twice as much und so weiter und so fort. Deswegen werde ich mir das abfotografieren, weil wir das mit Sicherheit gebrauchen können. Das werden wir natürlich auch noch nehmen. Ich hoffe, ich konnte das jetzt einigermaßen abfotografieren, dass man was sieht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, man konnte einigermaßen was sehen. Gut, wo können wir denn sonst diesen Schlüssel gebrauchen? Gar nicht gruselig. Nope. Gar nicht. Hier auch nicht. Ich habe den Schlüssel aber doch schon aufgehoben, nicht? Ja. Da oben hängt der Kerl. Ne, der hängt ja noch wer anders. Da hängt auch noch wer. Okay, hier hängen überall Leute. Das ist natürlich traumhaft, dass es mir auch jetzt erst auffällt. I'm a genius. Dann werden wir den Schlüssel wohl doch irgendwo oben brauchen anscheinend. Aber wo? Wo brauchen wir diesen Schlüssel, meine Kinder? Wo? The key fits. Hier anscheinend. Okay. Ich soll zwischen euch hübschen Damen durchlaufen. Und du hast ein Ventil. Ach, und jetzt haben wir hier so ein Rätsel, oder wie? Okay, können wir das vielleicht mit der dann jetzt? Kann ich hier so dran vorbei? Nee. Es muss komplett frei sein. Hm. Ihr wisst, in solchen Schieberätseln, das ist echt nicht so mein Ding. Mein Territorium. Man könnte sich auch merken, wie was dreht. Aber das wäre ja zu einfach für mich. Ich glaube, wenn ich den jetzt drehe, dann haben wir es, oder? Kann das? Nee. Heidewitzke, das ist schwierig. Probier auch halt gerade, ehrlich gesagt, einfach rum wie ein Wilder. Weil ich nicht irgendwie... Ich sehe hier nicht so, dass... den richtigen, richtigen Ansatz, sondern einfach, man muss das, sag ich mal, ausprobieren. Das hinzubekommen. Hm. Man muss halt mit beiden Ventilen... gleichzeitig spielen. Guck mal, jetzt sind hier drei solche Pupsteile, die mich behindern. Das ist doch doof. Kacke. Dabei haben wir, glaube ich, noch nie den linken gedreht. Drehen wir jetzt nochmal den linken.
Sowas Ähnliches hatten wir schon mal. Sowas Ähnliches hatten wir auch schon mal. Wir hatten so vieles schon mal. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Irgendwie habe ich Angst, dass wenn ich das Rätsel gelöst habe, dass die beide ihre Augen öffnen. Das wäre voll krank. Was passiert denn, wenn ich einfach jetzt... Ich bringe das System jetzt außer Kontrolle, indem ich so schnell die Ventile drehe, dass sie sich gar nicht mehr zurückdrehen können. Ich irre. Ja, jetzt haben wir die drei aber rechts. Man... Why aren't you working? Ja! Haha. Hi. Um Gottes Willen! Sterilization, one of the most important routines. Nurse Nancy, you would have... I found a key inside the monster's body. Ja, dass der stinkt, das kann ich mir glauben. Nurse Nancy, you have neglected this rule. Du hast sie also nicht beachtet. Auch natürlich fotografieren. Immer wichtig, dass wir jetzt uns die ganzen Namen merken. So, was habe ich in dem gerade gefunden? Wieder ein Schlüssel, nicht? Leute. Ach, ich dachte gerade, der Eingang wäre weg. Okay. Ich werd da jetzt eine Barriere vorschieben. Einfach aus dem einfachen Grund, weil ich Angst habe, dass dieses Monster, auch wenn es aussah, als ob es 10-mal gestorben ist, nicht hinter uns herrennt. Um Gottes Willen, nein. Ich möchte nicht, dass es hinter mir herrennt. Da habe ich Angst vor, okay? So, wir haben jetzt also nochmal einen Schlüssel gekriegt. Und der könnte jetzt ja diesmal sogar hier reinpassen. Der passt auch da rein. Ein Traum. Und wieder eine Puppe. Puppen sind ja auch gar nicht gruselig oder so. Was ist da? Ohren? Grinsen? Kopf? What the... Ja! Meine Damen und Herren, das denke ich mir auch. What the... Haben wir hier irgendwas Besonderes? Da unten ist ein Schlüssel drin, aber da können wir nichts dran drehen und rütteln. Locked from the other side. Ist vielleicht auch besser so. Manchmal will ich gar nicht wissen, was da drin ist, wisst ihr? Zum Beispiel, was das hier ist. Brodelt hier gerade irgendwie noch ein Mensch oder was? Das ist ja so krank. Patient has died of septic shock due to blood infection. Sterilization procedures were not properly observed. Ja, daran ist die Nancy schuld. Die Nancy Nurse. Das wissen wir doch schon. Weißt du, die recht... There's something under this blanket. Ja, ne. Echt. Wäre ich echt nicht so drauf gekommen. Was aufgespießt ist anscheinend. Um Gottes Willen. Okay. Wo geht's hier hin? So viele Räume. Um Gottes Willen. Okay, ich kann die Puppe mit mir rumtragen. Das Ding ist... Ich kann sie zwar mit mir rumtragen, aber nicht in einen anderen Raum mit reinnehmen. Das heißt, das wird nicht so wichtig sein. Only a judge can pass on. Judge these people fairly. Start with the most sinned. Calm down. Der funktioniert wahrscheinlich auch nicht mehr. Nee. Okay, also dieser Raum ist jetzt einer der wichtigsten Räume überhaupt. Und wir müssen jetzt etwas vornehmen, was ziemlich schwierig wird. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich alle fotografiert habe, die man jetzt kennen kann. Deswegen gehen wir jetzt noch mal einmal kurz durch. Wir werden hier einmal rumgucken. Denn ich möchte jetzt wirklich, weil das ist ja ein Rätsel, was jetzt anscheinend darauf besinnt, wer am meisten Zins hat. Besinnt sind's. Deswegen muss man jetzt hier wirklich alles nochmal absuchen, wo diese ganzen Schriftstücke standen. Das da habe ich, das rechts habe ich auch. Woanders konnte man nicht hin. Auf der unteren Etage habe ich alle. Oben fehlt mir 100 pro einer. Ich weiß nämlich sogar wo.
Der war nämlich, wenn ich mich recht entsinne, in diesem letzten Raum hier drin an der Ecke. Yes. Joseph, you are an excellent surgeon, working as a javeler, but you are responsible for the employees, even though you are not to blame. Das heißt, der Joseph, der hat anscheinend nichts Falsches gemacht. Denke ich. Denn wenn er ein exzellenter Typ ist und nicht die Schuld bekommt, also you are not to blame, dann hat er wohl alles richtig gemacht. Und nicht irgendwie was vermasselt wie die anderen. Denn bei den anderen stand zum Beispiel, you are twice as much to blame. Also du bist zweifach schlimmer als der und der. Und so weiter und so fort. Und dann kam da zum Beispiel, civilization is the most important. Also denke ich, dass, wenn ich jetzt das schnell im Kopf mal einmal durchgehe, wie es sein könnte, denke ich, dass das so zu nummerieren ist, dass die Sterilisation als erstes kommt. Das hat ja die Nancy Nurse, glaube ich, verkackt. Dann kommt ja der twice as much ist, dann der first as much, dann noch die andere, die da in dem Raum steht, und dann letztendlich Joseph. Ich weiß es aber nicht. Und ich habe auch ziemlich Angst, dass wenn ich etwas falsch mache, sterbe. Deswegen, the inscriptions on the wall must have some kind of a logical answer, though I'm not sure that logic still works at this place. Ja, das kann ich dir glauben, dass du das nicht denkst. Was muss man eigentlich denken, wenn man mein Handy durchgeht? Man sieht ja einfach die abgefucktesten Bilder. You dare to be inebriated during operation. Sister Ashley, you are a beginner. But drop the sins inside reveal Flash's unacceptable mistake. 5 von 10 that the... Unacceptable mistake? Sterilization is one of the most important routines, Nurse Nancy. You have neglected this rule. Patient has died of septic shock. Warte, aber das sind doch alle Namen, die wir haben. Joseph kommt als letztes, würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir, die Sterilization ist eine der wichtigsten. Das wäre demnach Nancy. Nancy also 1. Dann hätte ich gesagt Ashley. Dann hätte ich gesagt David. You blame twice as much, ja. David. Dann Robert. Und dann Joseph. Habe ich es geschafft? Kommt man vorher nicht in die Tür? Was zur Hölle? Und wir sind wieder hier. Looks like a shovel was used to break down the door. Was habe ich gerade auf und zu gemacht? Aber was will ich denn mit einer Schaufel? Oh, die Angst kommt gerade ja so krass in mir hoch. Was würde ich mit einer Schaufel wollen? I managed to open the doors with a shovel. Ja, und jetzt? Ja, wo willst du denn jetzt hin mit dem Ding? Ob das so eine gute Idee ist? Ich bezweifle das stark. Ich bezweifle es sehr stark, dass das eine gute Idee ist. Um Gottes Willen. Oh, ich kann meinen Arm gar nicht so wirklich drehen. Ich muss jetzt so machen. Um Gottes Willen. Nein! Hebe meinen Arm! Hilfe! Don't do this! Please. Sie haben ihr Ziel erreicht. Bing, bing. Okay. The criminal has been hanged for the sins be committed with the moon shining above. Der Kriminelle wurde erhangen für seine Sünden, die er begangen hat. Und über ihm erscheint der Mond. Müssen wir jetzt den Schuldigen finden oder was? Broken. Oh Gott.
Und wir können hier nochmal eine Runde speichern. Okay. My head hurts. Das ist immer noch schade. Wirecutters, I don't think that I will need them. Could be useful later on. Judgment is a just cause. Was zur Hölle? Was würde uns hier noch alles erwarten auf dem dritten Stock? Guck mal, da links sind Wires, die müssen wir locker cutten. Volles Kostendenglisch. The judge was strict, but he was fair. The sun shines on his deeds from below. Okay, der Re... Warum sind wir so zurückgetreten? Ach, geil. Der Richter ist also... Der, der von unten angeleuchtet wird. Von einer Sonne. Und der Mörder, der für alles verantwortlich ist. Der wird von dem Mond angestrahlt. Okay. Puh, ich habe ziemlich Angst. Puh. Okay. I'm afraid. What the fuck? A strange key. Ja, ich will nicht sagen, aber das hier ist eigentlich schon strange genug. Was zur Hölle? Ein seltsamer Schlüssel. Aber wofür ein seltsamer Schlüssel? Wohl für irgendeine Tür hier. Und die einzige Tür, für die wir einen Schlüssel brauchen, ist diese hier. Diese hier. What the fuck? Ich habe mich gerade so erschrocken, weil ich habe E gedrückt und wurde dann so nach vorne gedrängt. Okay. Hier war die Frau doch die ganze Zeit drin. Warte. Stimmt. Das hinter dem Glas ist normal. Das sieht aus wie der Raum, den wir kennen. Der hängende Joker. The Hanged Man. A Tarot Card. Okay. Müssen wir jetzt gleich mit den Karten ausmachen, wer gehängt werden soll? Was genau sollen wir mit diesen Karten machen? Ich weiß es nicht. Aber wir brauchen doch noch eine andere Karte. Und was ist das hier für ein Raum? Und warum artikuliere ich mich gerade so extrem perfekt? Was ist das hier für ein Raum? Wir benötigen eine weitere Karte. Oder ist hier noch irgendwo eine Karte, nur ich sehe sie nicht. Das war, glaube ich, die einzige in diesem Raum. Dann wollen wir uns erstmal wieder nach oben begeben. Das auch dieser Mund. Nope. Nein. So. Also wir brauchen eigentlich, glaube ich, noch eine andere Karte. Nur ich weiß nicht, wo die sein könnte. Können wir hier nochmal zurück... Oh. There are strange glowing marks on the elevator doors. Der Mann, der erhangen wird, die Sonne, der Mond und der Richter. Das werden die Karten sein, die da wahrscheinlich dran müssen. Schätze ich.
Nun gilt's aber erstmal, diese ganzen Karten zu finden. Und das, meine Damen und Herren, machen wir im nächsten Part. Also ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Wir sind anscheinend kurz vorm Finale. Ich freue mich sehr darauf. Und morgen um 14 Uhr geht's weiter. Ich bin LittleConvus Brian oder F und Yannick. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Und schaut auch gerne bei dem neuen Let's Play rein, das heute gestartet ist. Nämlich heute um 16 Uhr kommt Schuld. Das ist ein sehr stranger Titel, aber da verbirgt sich etwas sehr, sehr Cooles hinter. Also schaut auf jeden Fall mal rein und lasst ein Abo da, wenn ihr mal auf dem neuesten Stand sein wollt. Bis dann, euer Brian, tüdelü mit Ü. Kapurr.